Reini, du als erfahrener Bergsteiger hast sicher ein paar Tipps, was Bekleidung betrifft beim Bergsteigen. Natürlich hast du verschiedene Wettermöglichkeiten, sage ich mal, kalt, warm, Regen, Wind, Schnee. Also all die Sachen müssen wir berücksichtigen. Was würdest du da für Tipps haben für uns? Ja, natürlich bei der Tourenplanung schon überlegen, was dir genau wie kalt ist. Das kann ich abschätzen, wie es am nächsten Tag wird. Wenn es windig ist, ein bisschen wärmer. Der Wind transportiert die Körperwärme schnell weg und das besteht die Gefahr der Unterkühlung. Aber beim Raufgehen an und für sich nicht zu warm, nicht zu isoliert, also Funktionsbekleidung. Oben dann rasch umziehen, eine frische Unterschicht und dann eine Isolationsschicht drüber, so wie ich es jetzt anhabe. Also ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen der Frauen. Ich mag ganz gerne, wenn ein bisschen so ein Down erleichtert rein ist oder was. Machst du das auch? Nein, ich als Bergführer sollte beim Aufgehen gar nicht schwitzen. Dann passt das Tempo auch für die Leute. Ich tue dann einfach oben Isolationsschicht drüber und fahre dann runter. Du hast sowieso leicht lachen, weil du schon Bart. Ja, genau. Aber den gibt es beim Schöffeln noch nicht.